Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir wieder Watch Dogs Legion. Es geht direkt los mit dem Einbruch in Skylarsons Haus. Viel Spaß. Ich meine, das ist eine ziemlich gute Info. Aber wenn du Detzek so richtig helfen willst. Schnell, Albion will die Lampenbridge hochjagen. Nein, wollen sie nicht. Naja, noch nicht. Warum sagt Beckley sowas? Gut, gehen wir einfach mal zu Skylarsons Haus vorbei. Und das ist doch mal ein hübsches Haus. Du hast Skylarsons Londoner Haus erreicht, das bekanntermaßen seit 2 Jahren leer steht, nachdem Larsen öffentlich nicht mehr aufgetreten ist. Viel Glück beim Reinkommen. Reinkommen, easy. Durch Sicherheitssystem gesperrt, okay. Gibt es keine Innenkameras? Okay, es gibt keine Innenkameras, dann muss ich da wohl näher herankommen. Hier komme ich rein, okay. Wir brauchen auf jeden Fall den Schlüssel von da hinten. Dafür kletter ich hier einfach mal rüber. Zum Glück spiele ich auf leicht, der Typ sieht mich einfach gar nicht. Oder die Frau. Ey, na? Atmen, atmen, ganz ruhig. Ist das die einzige Wache? Skylarson, also das wäre mir peinlich. Was für ein Glück, dass hier einfach so ein Laptop rumsteht. Ach, noch so ein dreckiges. Stell dir vor, du bist Skylarson und lässt dein Haus einfach so... durch Sicherheitssystem gesperrt. Ui, ich glaube, dafür brauche ich mal eine Drohne. Die rufen wir uns doch einfach mal. Frachtdrohne, AT-Drohne, Kampfdrohne, Jagddrohne. Jagddrohne. Oh, ich könnte auch die Nachrichtendrohne da kapern. Egal, wir haben jetzt eine Jagddrohne. Nee, die sind ein bisschen schneller. Oh Gott. Okay, los geht's. Okay, dann sind hier auch noch solche Sicherheitsmechanismen oder was. Och Mensch, warum hat das Spiel einen Schwierigkeitsgrad? Habe ich ja gar keinen Bock drauf. Warte, und wie soll mir das jetzt was bringen? Wenn ich da etwas hinschicke? Gar nichts bringt mir das, oder? Ich muss da was reinschicken. Das heißt doch, ich muss jetzt diesen machen, okay. Oh, das hilft nicht. Schnell. Okay, gut. Alles tamam, alles tamam. Geh mal mit ihren Zeitdruck. Tada. Und dann gehen wir einfach mal rein. Ach, wie hübsch. Weiß und schwarz. Und manchmal rot. Willkommen zu Hause, Skylarson. Ich freue mich, dass Sie nach Ihrer längeren Abwesenheit wieder hier sind. Aha. Red einfach mit der Roboter-Lady. Von außen sieht das Haus überhaupt nicht so aus, wie es von innen aussieht. Ui. Aber sie ist länger abwesend. Okay. Haben wir Schmetterling? Oh, ich liebe diese Schmetterlinge. Wie wäre es mit etwas Musik, während Sie es sich bequem machen? Was würden Sie gern hören? Geil! Leg was Hartes auf. Irgendwas Derbes, ja? Sky, Sie haben einige Zeit nicht mehr in Ihrem Labor gearbeitet. Ich möchte Sie bei Ihren wichtigsten Projekten auf den neuesten Stand bringen. Bitte kommen Sie nach unten, wenn Sie bereit sind. Shit, wäre ich nur dort. Schau mal, ob du mir ein Souvenir mitbringen kannst. Entschuldigen Sie, Sky. Ich fürchte, ich musste die verderblichen Lebensmittel entsorgen. Soll ich für Sie Essen bestellen? Alles gut, danke. Okay. Ich find's gut, dass sie jetzt keine Musik aufgelegt hat, weil Musik wird geclaimed. Falls Sie mit dem Betrieb des Hauses unzufrieden sind, kann ich das Service Center von BrokerTech kontaktieren. Alles gut. Wir gucken jetzt einfach mal hier in den Computer. Tipp, 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 tipp. Schlüssel aktiviert, Aufzug entsperrt, Zugang zu Kellerlabor frei. Yeah, cool. Zugang zu Kellerlabor frei. Dann gehen wir einfach mal runter. Hätte ich mal einen Spion reingeschickt. Hier drin sind einfach gar keine Wachen. Alles leer. Naja, der Ladebildschirm, den finde ich ein bisschen weird, weil da ist halt, das sieht aus wie ein Audiospektrum, aber man hört keinen Sound. Sheesh! Keller? Willkommen in Ihrem Labor. Verdammte Scheiße, das ist verrückt. Sieht das noch jemand? Du bist zu weit unter der Erde für ein Signal. Es liegt wohl an dir, alle Informationen zu sammeln. Was ist das? Mann, ich hätte gerne 2 Häuser in einem Haus. Es geht hier um Protz. Ich habe einige Ihrer alten Experimente rekonstruiert, die Sie sich vielleicht wieder ansehen möchten. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Oh, oh. Ich habe irgendwie eine böse Vermutung. Vordertür gesperrt. Schlüsselaktivierung erforderlich. Oh, fuck. Vielleicht würde Ihnen ein Spaziergang im Garten gefallen, Sky. Ja, mache ich gleich. Ada? Tja, hat ja nicht lange gedauert, bis wir eine Leiche gefunden haben. Oh, ich liebe Hunde. Ada, was ist das für ein Name? Ich finde den Namen gar nicht so schlecht für einen Hund. Oh, ein Fahrrad. Und ich höre einen Hund bellen. Oh nein, ich habe noch eine böse Vermutung. Oh, warum habe ich so viele böse Vermutungen? Okay, wir gucken hier einfach mal weiter. Hier gibt es Sachen zum Aufheben. Ein Armband, das im Krankenhaus zur Identifizierung dient, gehört Sinead Larson. Wahrscheinlich ist das die Mutter von Sky Larson. Sie hatte gesagt, dass ihre Mutter gestorben ist an irgendeiner Hirnkrankheit. Keine Ahnung. Bring mich hinein. Ich bin müde. Bleiben wir noch einen Moment hier.
Ist es nicht schön, wieder zu Hause zu sein? Das hier ist nicht mein Zuhause. Es ist ein Albtraum. Schade, dass es dir nicht gefällt, Mutter. Es war viel Arbeit. Eine reine Geldverschwendung. Warum hast du das alles für dieses dumme Unternehmen getan? Hör mal, ich weiß, du hast Angst. Das hätte ich auch. Aber ich werde hier sein, bis es dir besser geht. Besser? Weißt du jetzt etwa mehr als die Ärzte? Es wird nicht mehr besser. Verdammtes Armband. Hier. Was machst du denn? Du bist nicht mehr im Krankenhaus. Es sind keine Ärzte. Ich kümmere mich jetzt um dich. Da steht ein Code auf dem Armband. Vielleicht kann man mit diesem Code die Vordertür öffnen. Jetzt muss ich mir den Code auch noch merken. 4531. Das kann ich mir merken. Wir gehen einfach mal nach vorne. 4531. Ich muss mir das wahrscheinlich gar nicht merken. Ich müsste jetzt einfach nur E drücken, oder? Du hast nicht mal 4531 gedrückt. Das waren vor allem 6 Zahlen. Also 5 Zahlen und einmal Enter vielleicht. Egal. CTOS, AR, Datenrekonstruktion läuft. Die neurale Kartierung ist vollkommen sicher. Was stimmt mit dir nicht? Ich habe Nein gesagt und dabei bleibt's. Ich war in Rage und habe gesehen, was du Ada angetan hast. Ada ist wohlauf und lebt. Das nennst du Leben? Sky, wie kommst du nur auf diese grotesken Ideen? Ich werde nicht auch eine deiner kranken Schöpfungen werden. Krank? Ich soll krank sein? Was glaubst du, wie ich so geworden bin, Mutter? Sky, hör mir zu. Das ist nicht deine Entscheidung. Ich verbiete es. Ich bin immer noch deine Mutter. Dann gehen wir mal zum bellenden Hund, oder? Entschuldigen Sie, Sky. Ich fürchte, ich musste die verderblichen Lebensmittel entsorgen. Entschuldigen Sie, Sky. Na, ich glaube, der KI geht's nicht so gut. Oh, was steht denn hier? Ein Kinderbild mit dem Titel Meine Familie, Künstler unbekannt. Hübsch. Hier steht leer, 4, leer, leer. Also wir haben eine 4. Augenblick. Steht auf diesem Pokal irgendwas drauf? Nee. Okay, wir haben eine 4. Name des Exemplars? Ada. Rasse? Border Collie. Neuraler Upload-Status? Lebendig und gesund. Oh, Hundi, was hat Sky mit dir gemacht? Wie konnte sie das einem lebendigen Wesen antun? Ada. Ada möchte raus. Okay, was steht hier? Hundehalsband beschriftet mit dem Wort Ada. Aber wie ich schon gesagt habe, es macht keinen Sinn, das Gehirn von einem Lebewesen in eine Maschine zu transferieren, weil keine Maschine kann so ein Gehirn... Aber es ist Science Fiction, das ist in Ordnung und das macht es halt trauriger. Möchten Sie vielleicht nach oben gehen? Viele Erinnerungen. Oben. Du bist ein braves Mädchen. Ey, der ist tot. Haben sie ausgeschaltet. Okay. Hier komme ich noch nicht weiter, weil ich noch einen Code brauche. Ich habe jetzt schon die 4 an der zweiten Stelle. Okay. Hier oben gibt's überall solche Dinge, okay. Gucken wir mal hier rein. Möchten Sie ein Nickerchen machen? Ich könnte das Licht entsprechend anpassen. Larsens Schlafzimmer. Dieses ganze heile Weltgetue nehme ich hier nicht ab. Oh Gott, okay. Ein Foto von Sky und ihrer Mutter aufgenommen vor dem Haus, in dem Sky aufgewachsen ist. Ich glaube, Sky hat echt ein relativ trauriges Leben gehabt. Okay, wir haben jetzt schon die 4, die und die 8. Sky, sorry for breaking your trophy. It was probably an accident. Probably? Es war vielleicht ein Unfall? Okay. Eventuell war es ein Unfall. Gut. 4, 8. Hier kommen wir noch nicht weiter. Code für diese Tür? Gucken wir einfach mal hinter dieser Tür nach. Und hier sind wieder Maschinen. Oh Gott. Was ist hier passiert? Nein. Keine Droh. Wie kannst du nur... Oh, war doch gar nicht schlimm, oder? Wie kannst du nur? Shh. Es ist alles gut. Ich bin da, du bist zu Hause. Das ist nicht mein Zuhause. Das ist... Okay, mal mitnehmen. Kästchen mit Betäubungsmitteln. Sehr wirksames Betäubungsmittel. Arzneien dieser Art waren im späten 19. Jahrhundert sehr verbreitet und wurden als Allheilmittel verabreicht. Okay. Okay, okay, okay. Wir gehen hier einfach wieder raus. Möchten Sie vielleicht nach unten gehen? Zu den anderen? Vielleicht möchten Sie sich den anderen anschließen. Was willst du mir damit sagen, Haus? Oh nein. Oh nein, wir gehen nach unten. Ich habe Angst, mich den anderen anzuschließen.
Ich wusste nicht, dass mich sowas erwartet. Okay. Sie betreten jetzt eine deiner kranken Schöpfungen. Ah, ich glaube, Sky Larson wurde was verrückt mit der Zeit, oder? Ah, okay. Wir sehen eine hübsche Map von New York. Oh ne, ich will gar nicht wissen, was hier passiert ist. Neurale Kartierung wurde um 13.27 Uhr beendet. Testperson verstarb um 13.29 Uhr. Das ist eine Zeitspanne von 2 Minuten nach dem Scan. Eine erhebliche Verbesserung. Du kannst dich glücklich schätzen. Testperson bereit für neurale Löschung. Neurale Löschung. Okay. Sie hat halt an ihrer Technologie geforscht. Mal hier mal rein. Dieser Tablet-Computer ist zu beschädigt, als dass Becklin auch Daten davon wiederherstellen könnte. Aber jemand beobachtet dich und weiß, dass du ihn aufgehoben hast. Ja, das Haus beobachtet mich, ne? Wir sind zwar keine Kameras, aber irgendwie... Sky Larson, Sie betreten jetzt mein Zimmer. Noch nicht. Ich will mich hier noch umsehen, bevor ich in mein Zimmer gehe. Okay, okay, okay. Das ist aber noch eine schöne Map von London, muss ich ehrlich sagen. Ui. Also ich glaube, Sky Larson... Ja, Sky Larson hat halt... Das ist irgendwie immer so. Bei allen großen Forschungen ist es so. Irgendwer muss den Anfang machen und verrückte Experimente durchführen, um Fortschritte zu machen. Das wird wohl Sky Larson getan haben. Wir gucken hier einfach mal rein. Get well soon. Der Text lautet, hey Kumpel, viel Glück für die Operation. Wir lieben dich, du Arschloch. Okay, okay, wir haben 5, 4, 8. 5, 4, 8. Und wir gehen jetzt einfach mal in mein Zimmer. Augenblick, ich kann die Dinger hacken. Wow, das war ja leid. Okay, ich kriege hier Daten raus. Hier sind auch immer noch Menschen drin. Die Sky Larson irgendwo hergenommen hat. Hier haben wir Maps von Gehirnen. Das ist Tag 1 der neuralen Löschung. Die Testperson ist Jeanette Larson. Ich starte den Prozess. Sky, wo bin ich? Ich sehe nichts. Klarheit der Testperson bestätigt, was ich im Code sehe. Die neurale Karte ist intakt und wir beginnen mit der Löschung von Codezeilen. Was? Wie? Oh Gott, du hast nicht gehorcht. Das reicht, Mutter. Liebes, bitte, tu das deiner Mutter nicht an. Lass mich in Frieden sterben. Du hast nie an mich geglaubt. Das wird sich ändern. Tag 2. Die Motorik ist komplett unnötig. Steuerung A. Tag 12. Wir behalten den limbischen emotionalen Reaktionen sind faszinierend. Bitte. Okay, sie hat... Tag 20. Wir kommen zu den Stirnlappen. Mein neues Sicherheitssystem muss nicht selbstständig denken können. Sky, bitte, wenn du nur die Schmerzen kennen würdest. Verminderte Sprachfunktion. Tag 29. Schließlich löschen wir den limbischen Code. Doch. Okay. Wie kann ich zu Diensten sein, Sky? Schalte das Licht ein und aus. Sehr gut. Spiel Musik. Du weißt, was ich mag. Sehr schön. Okay, okay. Ich glaube, dieses Arrangement wird gut funktionieren. Was meinst du? Shit! Oh, widerlich! Das erklärt ihr Vorgehen. Sie nimmt einen voll ausgebildeten menschlichen Verstand und entfernt dann so lange Teile, bis sie ihn kontrollieren kann. Das ist ziemlich beunruhigend. Bitte helfen Sie mir. Oh Gott. Okay. Also ist diese tolle KI Skys Mutter. Wir gucken einfach mal weiter. Ui. Also, ich bin gar nicht Sky. Aber das wusstest du ja schon. Du brauchst jemanden, der dir hilft. Ja. Willkommen. Ich kenne dich nicht. Ich schwöre nichts. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich suche Sky. Kannst du mir helfen? Ja. Brauche deine Hilfe. Ich möchte nicht so leben. Sky ist verrückt, wenn du nur die Schmerzen kennen würdest. Moment. Lass mich das mal kapieren. Wirst du mir sagen, wo Sky ist, wenn ich dich von deinem Elend befreie? Ja. Lass mich in Frieden sterben. Wie? Du musst das Ding nur runterziehen. Okay, machen wir. Ich habe die Koordinaten erhalten und eine Nachricht, in der nur vielen Dank steht. Können wir jetzt bitte gehen? Vielen Dank. Ach Mensch, Sky, warum tust du das deiner Mutter an? Warum müssen immer alle großen technischen Genies solche Verrückten sein? Bevor ich das Haus verlasse, will ich jetzt noch einmal hochgehen. In diesen Raum rein, weil wir haben jetzt alle Codes gefunden.
und gucken, was hier ist. Die Aufzeichnungen zum Bewohner dieses Zimmers sind fehlerhaft. Fehlerhaft. Sky und ein Foto von Sky und einer unbekannten Person. Die Körperhaltung deutet auf eine enge Bekanntschaft hin. Okay. Wenn der mal nicht eins ihrer kranken Experimente wurde. Wir gehen runter. Oh Gott. Sky hat sich hier so ein Paradies unter Erde erschaffen. Seid ihr da? Naut? Ich bin oben. Komm hoch, wenn du soweit bist. Ach Naut, warum hast du mich hier reingeschickt? Jetzt muss ich mit diesem Wissen leben. Was ist das eigentlich für ein Fahrstuhl, den man von außen bedienen muss? Naut, warst du auch da unten? Ja, ihre Mutter hat mich angefleht, sie... Ich konnte es einfach nicht. Jetzt weißt du, was auf dem Spiel steht. Daybreak startet bald. Und dann ereilt tausende andere Menschen dasselbe Schicksal. Und sie werden nicht alle sterben. Sky kann sie für immer foltern. Die Mutter hat uns einige Koordinaten gegeben. Jetzt können wir Sky kriegen. Hat sie? Oh, das ist ja super. Also, sind wir im Geschäft? Das schaffen wir. Solange du uns da draußen den Rücken frei hältst, ja? Sehr gut. Oh Gott. Also, die Operation, der wir im Nachhinein den Namen Operation lassen wir uns in Sky Larsons lustigen Verlies traumatisieren gegeben haben, war ein voller Erfolg. Und ich habe gerade ihr streng geheimes Versteck gefunden. Dann mal los. Und wie aufs Stichwort haben wir gerade eine Videonachricht erhalten. Von Sky Larson. Zeig mal her. Ich weiß nicht, wer zur Hölle du bist. Oder was du glaubst, bei mir gesehen zu haben. Aber ich warne dich, halt dich fern. Ich habe Daybreak mein Leben gewidmet und das lasse ich mir von niemandem kaputt machen. Ich werde dich finden und ich werde dir das Leben sehr, sehr schwer machen. Ich kann es mir leisten. Du auch? Das nenne ich meine Drohung. In ihrem Haus waren. Sky Larson hat ein Eisberg-Smart-Home gebaut, das von ihrer digitalisierten Mutter geführt wurde. Und das wundert dich? Vielleicht hat ihre Mutter es verdient. Meine hätte es. Sie hat Angst. Es gibt keinen anderen Grund, warum sie uns drohen sollte. Mhm. Scheiß dir in die Hose, Larson. Wir kriegen dich. Okay. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich markiere sie auf deiner Karte. So, schauen wir uns die Rekrutin an. Die wird wahrscheinlich wieder Müll sein. Revolutionärin. Um wieder gleich zur Sache mit einem Granatenwerfer. Ich brauche keinen Granatwerfer. Aber ich werde jetzt bei Sky Larson eindringen. Ich weiß nicht, ob ich Julia Rathord dort reinschicken sollte. Vielleicht doch einen etwas erfahreneren Agenten. Ich werde mit ihr dort schnell hinreisen, aber ich werde den Agentenwechsel vorher vornehmen. Oh Gott, welchen Agenten soll ich da reinschicken? Hallo. Bagley hier. Wie lief's denn vorhin so? Ich glaube, wir bekommen Zuwachs. Bereit? Du hast dein Ziel erreicht. Der Blumenkomplex. Sie hat sich die ganze Zeit bei Blumen versteckt? Seit Larson, nun ja, mich an Blumen verkauft hat, hat sie eine enge Verbindung zum Unternehmen. Das wird ja immer besser. Wir müssen den Bereich eingrenzen, an dem sich Larson verstecken könnte. Versuch den Serverbanken von Blumen ein paar Daten zu entlocken. Alles klar, krieg ich hin. Gut, wie kommen wir bei Blumen rein? Jetzt steht hier schon die ganze Zeit und das Spiel sagt mir, ich soll ihn aufnehmen, werde ich aber nicht. Ich werde jetzt einfach hier vorne chillen, mal mit den Kameras reingehen und gucken, ob ich den Schlüssel kriege. Das ist ja schon der Schlüssel. Hacke den Blumenserver. Shit, das ist auch mal ein interessanter Serverraum. Wie wird da gewartet? Nur von den Drohnen? Ah, werden die Sachen hoch und runter gefahren? Wir fliegen hier einfach mal rein. Also sind wir jetzt schon in einer Zeit angekommen, in der Strukturen nicht mehr für Menschen gebaut werden, sondern für Drohnen. Dann rufen wir hier mal die Daten ab. Ich freue mich sehr, dies mit Ihnen teilen zu können, verehrter Forscher. Die Anlage wird eine Erweiterung meines Quantencomputerlabors sein und andere Projekte beherbergen, die ich in dieser Präsentation nicht erwähnen möchte. Diese Immobilie ist wirklich sehr wertvoll. Es ist, als hätten Sie nur darauf gewartet, dass ich sie entsprechend nutze. Was hat Larson nur mit geheimen unterirdischen Anlagen? Also wirklich? Okay, geh zu einem Aufzug, der dich nach unten bringt. Okay, ich muss in das Quantenlabor. Und ich habe das Gefühl, das Quantenlabor ist nicht hier drin, aber ich kann ja einfach mal das Geld mitnehmen und dann schnell wieder rausgehen. So. Ach doch, das Quantenlabor ist hier. Ich muss nur auf die Seite gehen. Okay. Alles gut. Leute stehen hier und bewachen mit Waffen. Und mit Sprengsätzen. Und hier müsste ich hin. Okay. Kann ich irgendwie eine Ablenkung hin? Wenn ich hier jemanden mit der Falle... Ach komm, machen wir einfach mal. Jetzt suchen die auf jeden Fall nach mir. Oh mein Gott, was ist passiert? Ich gehe lieber in Deckung.
Oh, was ist los? Ja gut, während ich hier weiter so Schauspieler, mal gucken. Ich meine, jetzt haben wir noch den hier und den hier. Zwei Leute, an denen komme ich doch easy vorbei. Vor allem, wenn die jetzt... Oh nee, da kommen noch mehr. Ah. So muss es doch nicht laufen. Gib auf. Was wollen die mal mit ihrer blöden Verstärkung? Die Spur ist kalt. Formieren wir uns neu. Mist. So, dich lenken wir ab. Schalten dich aus. Die gucken woanders nach und ich gehe jetzt einfach durch. Easy. Und dann entsperren wir das Ding hier. Das hätte ich auch aus der Ferne entsperren können. Was? Los, ergib dich! Oh, du siehst mich? Ah! Falscher Knopf fürs Ausweichen. Das ist der Knopf fürs Ausweichen. Das ist der Knopf für auf die Fresse schlagen und das ist der Knopf für ausschalten. Okay. Da wollte man einmal smooth durchspielen. Naja, gut. Gehen wir rein. Blumen. Was läuft, Blumen? Ein großes Gehirn? Sowas installiert man nicht, weil es irgendeinen Nutzen hat, sondern nur um anzugeben. Überprüfe den neuralen Upload. 90% nicht gut genug. Lade Prozessortemperatur. Verdammte Scheiße. Sie lädt sich selbst hoch. Oh fuck. Nur noch ein paar Minuten, dann ist sie unsterblich. Wenn du ihren Upload nicht abbrichst, können wir sie und Projekt Daybreak nicht aufhalten. Deaktiviere die linke Hälfte. Jo, mach ich. Entschuldigen Sie, Sir. Was war das? Die Qubits und Verbindungen trennen sich. Das ist kein Zufall. Na, man hat hier überall so einen schlechten Überblick. Und hier ist eine Drohne. Ich hätte die ganze Zeit kapern können. Okay. Dann kann ich mir doch wieder einen Überblick verschaffen. Der Überblick geht hier hin. Du bist hier, oder? Du hast meine Warnung ignoriert. Wie die Wachen aber dadurch nicht alarmiert werden. Bro, dein Job ist es, das hier zu bewachen, dafür zu sorgen, dass hier alles durchgeht. Das ist einfach so Elite-Figuren, die könnte man auch gerne rekrutieren, wäre ich dafür. Was tust du da? Leite Speicherzugriff um. Ja, dann kümmern wir uns noch um die rechte Hälfte. Diesmal direkt die Drohne kapern, ja. So hoch. Du hättest dich raushalten sollen. Du begehst gerade den größten Fehler deines Lebens und wirst dafür teuer bezahlen. Hör auf, bitte. Bevor es zu spät ist. Nein, es tut mir leid, Sky. Ich muss das jetzt durchziehen. Du wirst zu gefährlich, aber das war easy. Was hast du getan? Upload neu starten. Komm schon, Upload neu starten. Wie denn? Security zum Quantenlabor. Security zum Quantenlabor. Alarmstufe rot. Oh, da kommen Leute. Da kommen Leute. Die Leute kommen. Er sucht mich ruhig. Hey, verstecken ist weg noch. Niemand zu sehen. Ich gehe darüber. Warum gibt's hier nichts, an dem ich die Leute ausschalten kann? Oben gab's so viel Zeug. Okay, okay. Fuck. Könnte mittlerweile überall sein. Gib auf! Neu formieren! Hier muss ich in Deckung bleiben. Ich muss nur darauf achten, dass hier keiner kommt von dort. Und dann irgendwie... Die Umgebung bietet mir halt wirklich nichts. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich habe halt keinen Bock auf so einen Kampf mit solchen, Elite-Soldaten. Wobei, das sind alles gar nicht die... Ah, doch, ein paar. Die sind auf jeden Fall alle ein bisschen stärker ausgestattet. Aber wenn ich jetzt hier einfach diesen mache, dann komme ich raus. Muss doch nicht die restlichen Wachen ausschalten. Ich kann doch einfach hier gehen, oder nicht? Ich darf nicht gehen. Ich muss die Wachen ausschalten. Oh, das hasse ich an solchen Missionen. Wenn die sagen, ja, ui, du musst die jetzt töten. Ich bin die doch perfekt umgangen. Du, stopp. Das reicht jetzt. Ich hab dich fertig. Ich werde beschossen. Okay. Ich hab sie ausgeschaltet. Fast alle mit nicht tödlichen Waffen. Genau, ich wollte hier nämlich jetzt nicht alle umbringen. Einen habe ich einen Kopfschutz gegeben mit der Schallgedämpften. Na gut. Das kann auch Hör mal passieren. Zu. Was du in meinem Labor gesehen hast, war nichts weiter als die frühe Phase eines wichtigen Experiments. Es ist vielleicht nicht schön, aber Daybreak ist die Zukunft der Menschheit. Die einzige Zukunft. Alles klar. Ich konfrontiere Skaldausen in ihrer Kammer.
Sieh dich um. Korruption, Klimawandel, nukleare Kriege. Die Menschheit wird sich selbst zerstören. Ich weiß. Aber Daybreak kann das ändern. Hilf mir, die Evolution der Menschen voranzutreiben. Wir können Leben retten, uns erheben. Wahre Worte? Aber was ist das? Dadzak, seht ihr das hier? Sie stirbt. Du kommst nicht allein. Hast du alle nur getötet und gefoltert, einzig um dein Leben zu retten? Du bist erbärmlich. Es geht hier nicht um mich. Mit unserem Verstand in der Cloud überstehen wir jede Naturkatastrophe. Dann sind wir sicher, frei und glücklich für immer. Die Menschen sind dir doch vollkommen scheißegal. Du bist eine verrückte Egomanin, die auf alles scheißt, sogar auf ihre eigene Mutter. Du kannst immer noch das Richtige tun. Setz den Upload fort. Lass mich am Leben, damit ich weiterarbeiten kann. Hey, du darfst ihr kein einziges Wort glauben. Deaktiviere ihr Lebenserhaltungssystem und beende es. Wie immer du dich entscheidest, sie kann dich nicht stoppen. Ich auch nicht. Du hast also die Wahl. Okay. Ich habe die Wahl. Entscheide über Skylarsens Schicksal. Und ich würde sagen, diese Entscheidung, die dürft ihr haben, Leute. Ich werde unten in die Videobeschreibung einen Poll reinpacken. Da könnt ihr dann abstimmen, soll Skylarsen sterben oder soll die Menschheit über ewiges Leben verfügen? Dafür aber auch Skylarsen. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert auch meinen Kanal. Das war's und ciao!